auf jeden Fall. Die Autos sollten jetzt alle die. Ja, wir haben die Veränderung. Es ist ziemlich laut da unten. Wir können noch mal gucken, dass wir unsere Stadt ein bisschen fertig machen. Na, Städteplaner. Da sollte ja noch mal ein Haus hin. Das bringt Kohle, 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 Kohle. Ja, ich weiß. Und dann wollten wir hier noch eine Fabrik und ein Haus bauen. Dann hätten wir eine Zufriedenheit und Verteidigung, die werden wir dann danach ausbauen. Bist du denn da jetzt mal gleich fertig? Was? Die Stadt Wörth wurde gefunden. Es gibt immer mehr Städte. Komm, nee, 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 nee. Und schon wieder Geld für. Wow. Wow. Stop it. Wir kriegen 600 Kohle auf die Kralle. Wow. Wie viele Schiffe kann man eigentlich. Die machen ja alle gerade irgendwie Strichparty. Tic-Tac-Toe oder was? Dann aber für Arme. So, das wird jetzt einfach mal unsere Anfangsworte sein. Also die können da nicht drüber fahren, natürlich sind ja keine Wasserschiffe. Was? Plus 800 Simoleons die Minute, dafür sind die aber unzufrieden. Ja, und wir machen die auf jeden Fall schon mal ganz schön fertig. Egal, das eine Auto ist dann auch egal. Wunderbar, wir haben die kommentiert. Okay, du hast die militärische Stadt mit religiösen Mitteln konvertiert. Wenn du diese Spezialisierung beibehältst, kannst du Militärfahrzeuge bauen und andere Städte erobern. Wähle das Spezialgebiet dieser Stadt. Du hast die militärische Stadt mit religiösen Mitteln konvertiert, wenn die. Das hat mir gerade eben vorgelesen. Und wir machen mal eine militärische Stadt. So. Was mir doch nicht ganz gefällt, ist hier diese Unzufriedenheit. Deswegen. Weg, 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 weg. Wir haben jetzt 10.000 Simoleons, die wir aus. Der hat die Verschönerung reingehauen, ey. Volltrottel. Das macht man, wenn dann zum Ende hin. Wenn man mit allem zufrieden ist. Also, ein Rathaus haben wir dort stehen. Und diese Stadt ist ein bisschen anders als die, die wir bislang hatten, weil es viel mehr Querverstrebungen gibt. Beziehungsweise mal kurz gucken. Ja, das sind alle vier Querverstrebungen. Und ich würde. Wow! Ich würde ganz gerne sagen. Fabrik. Happy. Haus dazwischen. Drehen. Haus. Drehen. Haus. Und drehen. Haben wir jetzt eigentlich irgendwie. Nee, ich glaube, mehr Plätze gibt es ja auch gar nicht. Plus 1200 Simoleons die Minute. Wir haben. Wow. Drei Zufriedenheit.
So hätten wir null Zufriedenheit. Ich glaube, man kann es nicht besser bauen. Sei man probiert mal das hier aus. Denn damit hat man plus 1600 und man, wow, das geht also doch besser. Plus 1600, außerdem hat man eine statt zwei Zufriedenheit. Das sollte doch reichen. Die Zufriedenheit gibt übrigens an, wie gerne die sich verteidigen würden im Fall eines Übergriffs. Götzbär. Lassen wir einfach mal. Die gehört uns. Gibt es irgendwelche freien Quellen? Sieht nicht danach aus. So, ich möchte hier nochmal in diesen Städteplane, denn bei uns in der Stadt gibt es noch ein bisschen was zu bauen. Und zwar eine Fabrik. Und ein Haus. Whoop. So. Ich denke mal, es ist so die beste Möglichkeit, das hier zu bauen. Können wir jetzt? Nein, können wir immer noch. Können wir immer noch nicht. Schade. Okay. Damit haben wir das und wir könnten, wenn wir es wollten, versuchen, die nächste Stadt zu erobern. Orange ist auch weltübergreifend. Das heißt, sie haben auch... Oh, Orange versucht gerade Grün kaputt zu machen. Da will ich aber auch meinen Part von, Dude. Orange greife ich erstmal nur nicht an, weil sie... Da... Nee, das ist Birds. Das ist Fair. Okay. Ich gehe jetzt einfach nur gegen die hier, weil die sowieso gerade platt gemacht werden. Und die unzufrieden sind. Obwohl sie mir freundlich gesinnt sind eigentlich. Was schlecht ist, ich glaube, ich muss das noch einmal rückgängig machen hier gerade. Was die Orangenen geleistet haben. Und muss jetzt erst... Ja... Jetzt erst kann ich angreifen. Ist ein bisschen schlecht, aber jede Nation mit mehreren Städten erscheint in dem Kommunikationsmenü. Wenn du die Maus über das Symbol einer... Warte mal, wenn du die Maus über das Symbol einer Nation bewegst, siehst du den Stand der aktuellen Beziehung, kannst die Gründe für die derzeitige Einstellung einsehen und mit dem Kommunikationssystem Kontakt aufnehmen. Die mögen uns so nicht. Nicht wirklich. Ich versuche ihn mal ein bisschen einzuschleimen. Ja, okay. Warum für jetzt? Ich mag die Musik, die spielt, während diese Cutscene ist. Du hast die militärische Stadt, bla 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 religiös. War es ein Gebiet von der gelben Stadt? Und was blinkt hier so herum? Mann. Erstmal zurück zu meiner Hauptstadt, das ist das Wichtigste, ich muss immer... Schön. Ja, ich weiß das. Ah. So, jetzt erstmal die Scheiße aufräumen, die hier gemacht haben. Raus, raus, raus mit dem Müll. So. Also dann.
Oh, ich kann jetzt Wasserfahrzeuge bauen. Yeah! So. Die Stadt ist auch ziemlich kompliziert. Die Kamera zackt manchmal. Hier könnte man irgendwas bauen, Haus, irgendwas bauen, Haus, irgendwas bauen. Nee. Moment. Hier Fabrik, da Fabrik, habe ich vier Verbindungen. So. Würde ich hier eine Fabrik bauen, hätte ich nur drei Verbindungen. Hier und hier Fabrik bauen, hätte ich 1, 2, 3, 4, 5 Verbindungen, könnte aber nicht wirklich großartig mit denen hier rumbauen, dass es funktionieren würde. Deswegen ist das halt die beste Möglichkeit. So, das da einmal drehen. Okay. Gut. Ja, feiert erwirtschaftet ein Einkommen. Apropos, ich möchte ganz gerne hier. Das war falsch. Ja, ich möchte es kaputt machen. Denn ich möchte jetzt Wasserfahrzeuge erstellen. Flop, 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 flop. Und da werde ich jetzt schön und oldschool dran gehen. So wie wir es bislang hatten. Schön fett. Das passt schon eher von dem Wasserstand her. Das baue ich mal ein bisschen höher und das ein bisschen länger. Ah. So. Ich würde mal sagen, das ist eine Schiffchen würdig. Schön aerodynamisch Design. Sieht ja noch diese wunderschönen Formen. Man könnte ja so ein Hilfskajak bauen. Oh ne, man kann nur in die Mitte. Und nach vorne und nach hinten zur Seite geht nicht. Ja. Unsere Stoßdämpfer. Unter Wasser. Für den Fall, dass wir irgendwie wo auflaufen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier mache. So. Da müsste natürlich jetzt irgendwas hin, was so fensterähnlich ist. Ganz klar. Warum kann man nicht die Fensterscheibe vergrößern? Das sieht dämlich aus. Ich hätte gerne so eine Art Ausguck. Oder beziehungsweise, nee, da nicht. Irgendwas hier oben drauf platzieren. Das geht doch. Ja doch, so kann man es eigentlich lassen. Okay, mal gucken. Antriebe, religiöses Zeug, Deko-Objekte und. Ah nee, Effekte und Deko-Objekte. So herum ist es richtig. Nur wir brauchen natürlich noch irgendwelche Segel oder ähnliches. Und da gibt es auch diese hier. Dieses Guckauge bringt dort hinten so viel. Wenn wir hier jetzt wirklich die Segel reinklatschen. Aber zum Glück kann man da oben auch was drauf platzieren. Na, jetzt. Warum möchtest du da nicht gerade drauf? Einfach gerade da. Kann man es noch irgendwie ausrichten? Oh, das geht ziemlich weit.
Nee, man kann es nicht ausrichten, ja. Das wird jetzt interessant. Hey, wir haben es geschafft. Beziehungsweise hier ist der Kleinsegel und das Großsegel kommt da jetzt auf die Seiten. Du länger, länger. Etwas niedriger. Dafür aber größer. Oder nö, es passt eigentlich. Ja! Wie ich mich über sowas Kleines freue schon. So. Nein! Ah! Verdammt! Wir bauen zu groß und zu übertrieben. Ich baue zu groß und zu übertrieben. Ja, das ist so die komische Sache mit den Segeln. Daran erinnere ich mich noch von der Ausrichtung her. Beziehungsweise hätte ich die eigentlich ganz gern gedreht. Fup. Ja, das kann man halt hier leider nicht ändern. Oder beziehungsweise, nee, wartet mal. Ach, man kann die nicht zweiseitig machen. Dann komm mal her. Dann drehen wir dich doch nach hinten. Ach, jetzt geht's auf einmal, ja? Vom Aussehen her. Ah, ist klar. So. Okay, mal gucken, dass wir vielleicht das Teil da rauskriegen. Ein bisschen religiöses Zeug noch. Ich überlege, das Kleinsegel rauszuhauen, ganz ehrlich. Man könnte ja, wenn man wollte, wenn man es wirklich übertreiben will, ein X-Segel entwerfen. Okay, jetzt backt es herum. Aber rein theoretisch könnten wir jetzt da oben ein Dreiecksegel draufhauen. Ja. Ja. Dann haben wir immerhin das schon mal wunderbar. Religiöses Zeug ist natürlich wichtig, haben wir gerade eben gesehen, beziehungsweise vielleicht wollen wir das Teil.